hast recht, mit dem Lizard Skin und Blätter. Ich hab's ausprobiert, sieht sehr gut aus. Ja, das habe ich schon mal gesehen in dem Video, deswegen. Hat, denke ich mal, die gleiche Verteidigung Ja, wie macht normal. dich unsichtbar. Wenn du dich duckst, sehen dich die Barbaren, glaube ich, nicht mehr. Ja, deswegen. Ich gucke gerade mal, ob ich eventuell ein Feuer. Wow, ist das ein großes Feuer. Wow, das ist ein großes Feuer. C. B. Ich finde es halt schade, dass man sich auf die Plattform... Doch, warte mal. Ich ging doch gerade. LOL! Nein, 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 nach oben, nach oben, nach oben. Hä, das gerade ging das. Toll, jetzt bin ich runtergefallen. Ich habe nicht genug Steine, aber die Nacht ist gerade so klar. Einfach mal Warum kann ich weiterbauen. Seesterne nicht einsammeln? Ich möchte Kommt bestimmt Seesterne noch. sammeln. Schildkröten geht auch momentan noch nicht. Ja, ich weiß, ich wollte die eine töten, weil ich mir dachte, okay, Schildkrötenpanzer so als Panzerung, das wäre mega praktisch, aber Naja, das soll aber noch kommen. ging nicht. Ja, das habe ich auch gelesen. Ich walk jetzt hier schön am Strand lang. Ich bin gerade mitten in der Ist hier mal so ein Nacht. bisschen die Ruhe. Und hoffe, dass es keine Viecher kommt. Und gucke, dass ich vielleicht noch mal 5 Steine zusammenkriege. Kann ich hier irgendwie mit Absicht tauchen? Ich glaube, es geht. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, wie. Im See direkt sollten die mich ja auch in Ruhe lassen, oder? Was bringt eigentlich das Walkie-Talkie? Ich weiß es nicht. Sind das Enten? Gänse sind da öfters mal auf dem See. Ach, das sind die Geräusche, die ich die ganze Zeit gehört habe. Die wollte ich eigentlich mal mit Pfeil und Bogen erschießen. Nur nachdem ich mir dachte, wenn ich selbst ein Reh schon nicht treffe, dann würde ich sicher blöden Gänse auch nicht treffen. Ja. So, schau ich mal die beiden Baumstämme, die in den See reingefallen sind. Ist aber schon geil. Vor allem könnte man sich hier perfekt so ein Seehaus da noch bauen, weißt du wie? Ja. Ich glaube, ich erfriere gerade im Wasser. B. So, machen wir uns mal ganz kurz. Jetzt brauche ich noch 14 Sticks brauche ich jetzt gerade noch. Ah, da wieder Steine. So. Boah, Alter. Ich frage mich, wieso hier so viele Sticks liegen. Oh, hier sind noch Beeren, die kann ich essen. Ich finde es geil, dass es so viele Beeren sind. Haben wir 10 Sticks, dann gehen wir nochmal hier hoch und bauen nochmal an der Feuerstelle weiter. Die ist auch fertig. Super, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Feuer. Oh, ein Lizard. Nein! Komm her. Mist. Scheiße.
Weiß nicht, warum das scheiße ist. Übelst tropischer Sturm hier gerade und... So, speichern wir erstmal. Und dann versuchen wir mal zu schlafen. Super, hat funktioniert. Es ist Tag. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal den Wagen. Ach ja, Frank, guter Tipp, vergiss nicht zu speichern. Habe ich gerade gemacht, ja. Die Wagensteuerung ist etwas kompliziert. Achso, ich wollte noch mal was austesten mit den Blättern. Achso, ich habe den Lizard gerade gar nicht getötet. Aber ich finde gut, dass ich jetzt Armor habe. Geht dann erst die Armor kaputt, weißt du das? Ja. Geht die Armor kaputt und dann... Dann sollte ich ein bisschen durchhalten. Super, das ist der erste Baum, der fällt mir gerade direkt auf den Kopf. Hopp, und... Hopp, da bin ich eh gerade am Baumhaus, da kann ich auch gleich dahin, so... Uns fehlen noch 10 Stück. Auf den Wagen kann man glaube ich 6 packen, tragen kann man 2. Kann man ja auch mit der Axt so? Wo ist der Fisch? Ach da am Boden, ich sehe gerade den dritten Speer, den du gemeint hast. So. Dann wollen wir mal weitermachen. Essen müssen wir auch gleich was, da können wir uns eventuell gleich mal so einen Lizard-Skin braten, grillen, machen, rösten. Ja, wie gesagt, ich hänge mir die lieber auf. Die und Kanickel kannst du aufhängen. Alles andere fällt nur durch. Oder war bei mir zumindest so. So, CC. Hallo? Ich würde da gern. So, den und den noch. Da habe ich da jetzt 6 Dinger drauf. Das ist sehr schön. Jetzt machen wir noch eine, dann haben wir es geschafft eigentlich. Dann haben wir das große Treehouse. Das ging einfacher als ich dachte. Ich habe jetzt irgendwie mit stundenlangen Arbeiten gerechnet und ja. Ging auch schneller, als ich dachte. Es gibt ja noch das ganz krasse Treehouse hier mit 82 Wutz, was das kostet. Ich? Nicht Treehouse, sondern das normale Haus meine ich. Das richtige Haus halt. Na, dieser Pavillon da, ja. Nee, nicht der Pavillon. Wow! Boah, da ist ein Bein auf den Kopf geklatscht, ey. Ich guck gleich mal, wie das heißt. Ich muss nur ganz kurz... Kann ich hier jetzt noch... Oh, da kommt schon wirklich noch einen drauf. Kann ich noch einen? Nee. Dann nehme ich jetzt mal... Wo lief's? Da. Dann laufen wir schon mal los. Bring erstmal die beiden weg. Oh, da kann ich mich da oben in Sicherheit wiegen. Sehr schön. So, wo ist der letzte? Da. So, super. Dann den Schlitten in die Hand. Und los geht's. So.
Nehmen wir uns einen mit und dann klack klack. Und klack klack. Und noch die beiden. Und die letzten beiden. Super. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie hochkommen. Da versinken wir erstmal am Boden. Und da sind wir oben. Super, mein Baum ist anscheinend so bestrüppt, dass in meinem ganzen Baumhaus jetzt dieses Gestrüpp vom Baum drin ist. Na gut. Ist aber auch egal. Ist trotzdem geil. Geil, ist schon geil, ne? Okay. Jetzt natürlich die Frage. Und zwar gibt es ja hier noch diese komischen Verbindungsbrücken. Und jetzt linke Maustaste ziehen. Und dann kann man die irgendwo mit verbinden. Mit dem Boden aber anscheinend nicht. Das heißt, wir brauchen anscheinend noch ein zweites davon. Gelurcht wie ich bin, baue ich das mal hierher. Ne, hier. Alter Lorch, du. Er will das an den Baum hier bauen, das will ich aber nicht. Deswegen hake ich den Baum jetzt weg. Aus Protest. Oh, ich muss das essen. Ich sterbe gerade an Hunger, Tod irgendwie. Und ich habe keine Bars mehr. Na super. Kann man eigentlich sterben an Hunger? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube schon, ja. So. Na, wer fertig kommen. Der braucht aber auch ewig, ne? Super. So, dann hacken wir mal weiter hier am Baum. Muss das mal Energie resetten, der junge Mann. Alles nicht sehr einfach mal heutzutage. Früher war das alles viel einfacher. Er fällt natürlich direkt in den See, das Scheißteil. Gut, dass der See so tief, so flach ist, dann kann man natürlich super die Baumstämme zurückholen wieder. So, die packe ich mir dann erstmal in den... Häschen getötet! Super! Jetzt! Probieren wir es nochmal. Machen wir es halt an D, ist mir egal.
Also irgendwie geht's, aber irgendwie auch nicht. Ich kann nicht auf E klicken, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich ist der dann doch ein bisschen zu weit im Weg hier. Hab mal nochmal weg, ist mir egal. Wir brauchen sowieso das Holz. Machst denn du da? Spuckst du in dein Mikro oder was? Ich hatte kurz mein Headset ab und hab's jetzt wieder aufgesetzt. Das klang wie schlimme Dinge, die du getan hast, ja. Oh ja. Yeah. Immer schlimme Dinge. Glaube ich dir sofort. So, jetzt ist der Baum ja vollkommen frei. Jetzt soll es langsam echt gehen. Ich weiß nicht, warum der das nicht machen will. Ich glaube, die stehen ihm alle im Weg irgendwie so ein bisschen. So. Da fällt der nächste Baum. Wieder direkt in den See. Ich weiß nicht, warum die immer an den See reinfallen müssen. So. Hier stehen ja zwei wunderschöne Bäume. Ich glaube, es ist dieser Baum, der im Weg steht. Stirb, Baum, stirb, Baum, stirb, Baum, stirb, Baum, los, fall um, endlich. Der fällt gut. Bringen wir gleich ins Lager. So, wo ist der Rest? Da, da. So, ich geh jetzt mal da. Baden hier. Bist du wieder infiziert oder was? Ja, gut überschmiert halt, ja. Jetzt wieder gar nicht mehr. Hä? Wie sinnlos ist das denn bitte? Wie jetzt wieder gar nicht mehr? Dieses komische Baumhaus bauen. Ich will die ganze Zeit so ein zweites Ding hier bauen, so ein zweites Baumhäuschen, aber es geht nicht mehr. Dann probieren wir das mal anders. Und zwar mache ich mal. Es gibt ja auch irgendwie Plattform, genau. Dann machen wir eine Plattform. Und die stell ich jetzt mal hier hin. Was? 47 Holz würde die kosten? Ne. Guck mal, ein bisschen kleiner. Nö. 37 Holz. Ne. Nee. 25 Holz, das hört sich gut an. Damit kann ich leben. Wenn ich wüsste, wo ich die Baumstämme hingelegt habe. Ja, wenn wir das mal wüssten. Problem ist, wenn man die Baumstämme einmal weglegt. Dann blinken die nicht.
oder so, ne? Ja. Ich habe hier meinen Blinkenden gefunden. Und daneben hatte ich eigentlich die anderen gelegt. Eigentlich. Oh, Alter, wie viele Baumstämme da bitte im See drinnen liegen. Das sind bestimmt 10 oder so. Und du musst die einsammeln und nicht im See versenken, gell? Das macht keinen Sinn, wenn du die im See versenkst. Wirklich? Du bist so weise. Danke, höre ich öfters. Ja. Dreimal dasselbe zählt nicht, gell? Alter, der ganze See liegt voll mit Baumstämmen, die alle reingeputzt sind, wo ich keinen Bock habe, sie zu holen. Na dann würde ich sagen, kann ich jetzt eine Weile von Baumstämmen aus dem See leben. Womit finanzierst du dich mit Baumstämmen aus dem See? Was? Kann man die denn nur alle im See liegen lassen? Das ist doch. Ich hab die gerade alle abgeholt, weil ich diese zweite Baumplattform machen wollte. Weil ich gucken wollte, ob man die dann gut verbinden kann miteinander, um dann coole Wege zu haben. Aber die zweite wollte irgendwie nicht. Deswegen habe ich es aufgegeben und habe jetzt eine Plattform gebaut. Hier liegen noch zwei. Drei liegen hier noch. Im See. Ich habe da jetzt so insgesamt 8 Stück rausgeholt aus dem See. Also wenn ich fertig bin, damit meine ich. Nice, gefällt mir. Ja, der perfekte Überlebenskünstler einfach. Wenn der Baumstamm fällt in den See, der 2 Meter neben dir liegt, du denkst dir, ne, kein Bock drauf und lässt einfach liegen. Ich wäre einfach, also ich wäre so imba einfach im alleine auf mich. Ich glaube, ich mache nächstes Jahr bei das Dschungelcamp mit oder so. Das zeige ich einmal, wie imba ich bin. Aber da musst du ja nicht unbedingt Survival-Zeug machen. Ist ja eher so Maden fressen und so an der Tagesordnung. Das Leben eines Promis. Maden fressen. Made sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Oh, eine Feder. Feder collected. Sie sind ein Held. Yay, ich bin ein Held. So, dann nehmen wir mal hier das Zeug aus dem Stapel noch weg. So, da fehlen uns noch 8 Holz. 2 müssen hier noch irgendwo liegen. Die ich allerdings nicht wiederfinde. Ich werde auch gleich mal das Ding jetzt hier bauen. So. Dann können wir nämlich neue Sticks endlich mal aufsammeln. Ich werde dreckig. Ich sollte mich mal kurz waschen. Du bist dreckig. Ich bin dreckig. Oh ja, der Holger weiß da Bescheid. Also. Da sind schon schlimme Sachen vorgefallen. Seitdem kann er nur noch ah sagen. Ich werd grad ziemlich müde. Wie spät ist es denn? Weiß ich nicht. Ah. Ja, doch, das ist, also, die Uhrzeit ist schon bedenklich. Wieso? Sag ich auch immer zu meinen, sag ich dann später auch zu meinen Kindern. Also weiß ich nicht, seid ihr spätestens zurück. Wie geil du dich durch... Ich weiß es auch nicht, ich bin im Game. Wie geil du dich hier durchs Dickicht schlagen kannst einfach. So.
Dann würde ich sagen, wenn ich einmal dabei bin, hier mir gerade diese Dinger zu machen, dann mache ich mir dann noch den letzten, und zwar den Rockholder. Und dann kann ich auch meine Steine da rein sortieren, die ich überall finde. Und dann kann ich jetzt wirklich alles aufsammeln komplett. Und alles lagern. Das macht natürlich viel einfacher. Jetzt kommt, Alter, könnte ich das Mist hier mal wegnehmen. Wie viele Stöcker hier einfach liegen. Was ist das denn? Pilz! Giftiger Pilz! Kinder! Giftige Pilze isst man übrigens nicht! Hab ich gehört, das ist gar nicht mal so gut. So. Jetzt brauche ich noch 8 Holz. Dann habe ich es geschafft. Dann bin ich meinem Ziel, ein Ziel zu haben, etwas näher gekommen. So. Lieber Nevergas, ich werde mich jetzt in mein Bettchen begeben. Ja, auch ich werde gleich zur Ruhe gehen, glaube ich. Kannst mir ja nochmal sagen, wie spät es ist. Das ist sehr praktisch. 0:22 Uhr. Ach du Scheiße, echt jetzt? Ja. Das ist doch a little bit... Wieder früh raus, oder was? Ja, ja, ich muss... Also spätestens um 1 muss spät sein. Geil. Na ja, dann, schlaf gut. Tschüss, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch auch einen... Ich wünsche dir, wollte ich gerade sagen. Ich wünsche euch... Euch wünsche ich später einen traumhaften Abend. Nacht, Tag, irgendwas. Eine traumhafte Existenz. So. Bis denn, Joe. So, da sind wir jetzt alleine. Und jetzt, weil der Wolke weg ist, wird bestimmt gleich ein böses Monster um die Ecke kommen. Das ist sehr praktisch, muss ich sagen. Wenn man einen Survival-Kollegen hat, weil dann kann man sich so Survival-Tipps geben. Das ist nicht schlecht. Das war auch ziemlich lange Tag jetzt, gell? Jetzt ist es Nacht, aber es war echt lange, lange, lange Tag jetzt, ne? So. Jetzt habe ich gerade gedacht, der Schatten wären... Oh, viele... Hä, wie viele Baumstämme hier noch liegen, die ich noch nicht mitgenommen habe? Na gut. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hier hoch. So, erstmal schön im Boden versinken. Dann nach oben. Und speichern. Schlafen. So, ein neuer Tag bricht an. Die Dinger hier sieht man ein bisschen undeutlich, muss ich gestehen. Den kann man essen, okay. Ich will halt jetzt noch mal probieren, ob das jetzt mit der Brücke geht, so ich mir das gedacht habe. Weil wie sollte man sonst hier hochkommen? Hier gibt's Ankerhaken. Aber irgendwie... reicht das nicht.
Ich soll gucken, dass das... Ich weiß nicht, ob das reicht. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich will jetzt noch mal ganz kurz den Lizard-Skin suchen, den einen, dann war es das auch. Gut, dass man sich so ein bisschen durchs Gebüsch schlagen kann. Hier kann man, falls weiter ein bisschen zu viel wird, kann man das dann alles wegmachen. Die Koffer haben auch noch nicht geöffnet. Ist auch nicht schlecht. Dann besuchen wir hier unten mal das Barbarendorf. Das Verlassene. Kommen ein paar Zähne. Tische können wir nicht zerschlagen. So, was haben wir hier noch? Nichts Besonderes. Stein. Ich habe ja eigentlich gehofft, hier irgendwie den ein oder anderen Echsenfreund zu finden. Ist ein Hase. Hase. Die Echsen sind natürlich ein bisschen besser getarnt, ne? Sind nur Leaves, okay. Wie viele Stöcker hier rüber rumliegen, das ist unnormal. Gut, es ist ein Wald, aber... Ja gut, es ist ein Wald. Ich frage mich halt... Ich frage mich Wald. Bist du es? Jawohl, du bist es. Okay, I. Lizard Skin. Klack. Remove. Und wear. Irgendwie sieht das nicht so aus, wie ich es mir erhofft habe. Wie schnell man einfach da neue Blätter kriegen kann. Wenn man sich so ein bisschen durch... Your cold and wet build a fire to get dry. So. Dann nehme ich mir mal einen freundlichen Lizard oder einen Rabbit, das wäre eigentlich relativ egal. Und koche den. Noch echt überall Hasen. Jetzt warten wir noch auf, dass der Hase fertig wird. Und dann beende ich auch die Aufnahme erstmal. Super. Ja, dann würde ich sagen, das war's fürs erste mit The Forest. Moment, das ist mir hoch. So. Super. Das war's erste mit The Forest. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem neuen zwischenzeitlichen Let's Play. Wir haben jetzt hier erstmal eine Behausung in Sumbaum aufgebaut. Da haben wir jetzt eine Plattform aufgebaut. Da haben wir jetzt das aufgebaut. Wollen da jetzt das bauen. Dann bauen wir noch einen Ball irgendwie und gucken mal, wie wir uns hier einrichten. Und
Ja. Oh. Hallöchen. Ach Mann. Gut, beim nächsten Mal. Tschüss.